Es war einmal eine arme Witwe und sie hatte einen Sohn, Jack, und eine Kuh, Bilianka. Die Kuh gab jeden Morgen Milch und Mutter und Sohn verkauften sie auf dem Bazar und so lebten sie. Aber einmal gab Bilianka keine Milch und sie hatten kein Essen. Mama beschloss, die Kuh zu verkaufen und mit dem Erlös ein Geschäft zu eröffnen. Jack nahm den Zügel in die Hand und führte die Kuh zum Markt. Kaum war er angekommen, traf er einen wunderbaren alten Mann. Er sagte, er würde gerne Jacks Kuh gegen Bohnen eintauschen. Und mit diesen Worten holte er eine Handvoll seltsamer Bohnen aus seiner Tasche. Der alte Mann sagte, diese Bohnen seien magisch. Sie müssen abends gepflanzt werden und am Morgen wachsen sie bis zum Himmel. Jack wurde sehr interessiert und stimmte zu. Der Junge kam früh nach Hause. Mutter war sehr wütend, dass er der Milchkuh in der ganzen Gegend eine Handvoll böser Bohnen gab. Aber Jack erinnerte sich an die Worte des alten Mannes und entschied, dass es nichts zu tun gab, und pflanzte die Bohnen in den Hof. Er ging traurig, traurig auf seinen Dachboden und schlief ein. Am Morgen wachte Jack auf und sah so etwas wie einen großen Baum im Hof. Und dies, wie sich herausstellte, sprossen seine Bohnen und der riesige Stiel wuchs weiter nach oben, bis er bis zum Himmel wuchs. Jack sprang auf den Stiel und stieg wie eine Leiter hoch. Er kletterte und kletterte und kletterte und kletterte, bis er endlich den Himmel erreichte. Dort sah er eine lange und breite Straße, die ihn zu einer riesigen Burg führte. Jack ging zu seinem Tor und klopfte an. Das Tor öffnete sich und eine große Frau stand auf der Schwelle. Der Junge stotterte vor Angst und bat um etwas zum Frühstück. Die Riesin ließ ihn herein, warnte ihn aber, die Aufmerksamkeit ihres Mannes nicht auf sich zu ziehen, weil er ein Kannibale ist. Sie brachte Jack in die Küche. Doch bevor er Zeit hatte, die Hälfte seines Frühstücks zu essen, zitterte plötzlich das ganze Haus vor den Schritten von jemandem. Der Junge war nicht überrascht und sprang sofort in den Ofen. Und in diesem Moment betrat der Kannibale den Raum. Nun, er war so groß wie ein Berg. Der Kannibale holte zwei Säcke Gold aus einer riesigen Truhe und setzte sich, um die Münzen zu zählen. Er zählte und zählte, begann schließlich zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack langsam aus dem Ofen, kroch am Kannibalen vorbei, schnappte sich eine Tüte Gold und eilte zum Bohnenstiel. Er warf den Sack hin und begann, den Stiel immer tiefer hinunterzugehen, bis er sich schließlich in seinem Haus befand. Jack erzählte seiner Mutter alles, was mit ihm passiert war und gab ihr eine Tüte Gold. Sie begannen von dem Geld zu leben, das in der Tasche war. Aber irgendwann war der Sack leer und Jack beschloss, sein Glück noch einmal oben auf der Bohnenstange zu versuchen. Eines schönen Morgens stand er früh auf und kletterte auf eine Bohnenstange. Die Frau des Menschenfressers stand an der Schwelle des riesigen Schlosses. Sie sagte, dass sie ihn nicht hereinlassen würde, weil ihr Mann das letzte Mal eine Tüte Gold verloren hatte. Trotzdem hatte sie Mitleid mit dem armen Jungen und ließ ihn ins Schloss. Plötzlich waren die Schritte eines Riesen zu hören und Jack versteckte sich wieder im Ofen. Der Kannibale trat ein und forderte seine Frau auf, die Henne mitzubringen, die die goldenen Eier legt. Die Riesin brachte es und der Oger befahl dem Huhn zu legen, und sie legte das goldene Ei. Der erfreute Riese begann zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack aus dem Ofen, schnappte sich das goldene Huhn und eilte zur Bohnenstange. Der Junge kehrte nach Hause zurück. Er zeigte seiner Mutter ein wundervolles Huhn und sie fingen an, goldene Eier zu verkaufen. Aber bald schien es Jack, dass dies nicht genug war. Und er beschloss erneut, sein Glück oben auf dem Bohnenstiel zu versuchen. Diesmal stieg der Junge durch das Fenster ins Schloss. Er sprang in einen Kupferkessel und versteckte sich. Der Kannibale und seine Frau betraten den Raum. Der Riese roch den Jungen und sie beeilten sich, ihn im Ofen zu suchen. Aber er war nicht da. Sie durchsuchten jeden Winkel, aber sie dachten nicht daran, in den Kupferkessel zu schauen. Der Oger wollte unbedingt suchen und befahl seiner Frau, eine goldene Harfe mitzubringen und auf den Tisch zu legen. Die Kannibale schnarchte zu ihren schönen Klängen. Dann stieg Jack leise aus dem Kessel, griff nach der goldenen Harfe und eilte zur Tür. Aber die Harfe spielte laut und weckte den Kannibalen.
Jack rannte kopfüber, sprang auf eine Bohnenstange und der Riese verfolgte ihn. Jack ging zu seinem Haus hinunter und rief seiner Mutter zu, sie solle die Axt tragen. Die Mutter rannte mit einer Axt in den Händen davon, der Junge packte die Axt und begann, die Bohnenstange zu hacken. Der Oger spürte, wie der Stiel heftig schwang und blieb stehen. Dann schlug Jack erneut mit einer Axt zu und schnitt die Bohnenstange. Es schwankte und brach zusammen, und der Oger fiel zu Boden und stürzte ab. Von diesem Tag an kannten Jack und seine Mutter die Armut nie wieder. Aber der Junge tat es sehr leid, dass sie wegen ihrer Gier fast mit ihrem Leben bezahlt hätten. Er versprach, dass er nie wieder stehlen und hart für das Wohl der Familie arbeiten würde. Es war einmal ein Holzfäller mit zwei Kindern und ihrer Stiefmutter. Der Junge hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Sie lebten so schlecht, dass es manchmal gar nichts zu essen gab. Und dann lag er eines Abends im Bett und überlegte, wie er die Kinder weiter ernähren sollte. Seine Frau riet ihm, Kinder im Wald zu haben, ein Feuer anzuzünden, jeweils ein Stück Brot zu geben und sie dort zu lassen, nicht alle vier sterben an Hunger. Aber der Holzfäller stimmte nicht zu. Und bis dahin überzeugte ihn seine Frau, dass er endlich zustimmte. Und die Kinder konnten wegen des Hungers auch nicht schlafen und hörten alles, was ihre Stiefmutter zu ihrem Vater sagte. Und als die Eltern einschliefen, eilte Hänsel heimlich aus dem Haus. Der Mond schien hell und die weißen Steine glitzerten wie Münzen. Hänsel steckte so viele ein, wie er passen konnte. Dann kehrte er nach Hause zurück und die Kinder gingen ins Bett. Am Morgen kam die Stiefmutter zu den Kindern, gab jedem von ihnen ein Stück Brot und alle gingen zusammen in den Wald. Unterwegs warf Hänsel nacheinander weiße Steine aus. Als sie auf der Lichtung ankamen, fing mein Vater an, ein Feuer anzuzünden. Er befahl den Kindern, in der Nähe des Feuers zu sitzen und sicherzustellen, dass es nicht erlischt, während sie und ihre Stiefmutter mehr Brennholz holen würden. Sie saßen, müde und schliefen ein. Als die Kinder aufwachten, war es ringsum eine dunkle Nacht. Und als ein ganzer Monat am Himmel aufgegangen war, nahm Hänsel seine Schwester bei der Hand und ging, suchte den Weg durch die Kieselsteine, die wie neue Münzen glitzerten, und zeigte ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht spazieren und kamen im Morgengrauen zum Haus ihres Vaters. Einige Zeit verging. Und die Kinder hörten wieder, wie die Stiefmutter eines Nachts ihren Vater bat, die Kinder loszuwerden. Er lehnte ab, aber seine Frau wollte nicht auf ihn hören. Sie fluchte und drückte ihm alle möglichen Vorwürfe aus. Als die Eltern einschliefen, wollte Hänsel wie beim letzten Mal Steine sammeln, aber seine Stiefmutter schloss die Tür ab und der Junge konnte das Haus nicht verlassen. Am frühen Morgen erhielten die Kinder jeweils ein Stück Brot, sogar weniger als beim vorherigen Mal. Auf dem Weg in den Wald zerkleinerte Hänsel sein Stück in der Tasche und warf die Krümel auf den Boden. Die Stiefmutter brachte sie noch weiter in den Wald. Wieder wurde ein großes Feuer angezündet und der Vater befahl den Kindern, das Feuer zu beobachten, während sie und ihre Stiefmutter noch etwas Holz hacken. Als es Mittag wurde, teilte Gretel ihr Stück Brot mit Hänsel. Und sie schliefen ein. Wir wachten auf, als die dunkle Nacht hereinbrach. Und dann kam ein Monat und sie kamen auf ihrem Weg zusammen. Aber sie konnten keine einzigen Krümel finden, weil tausende von Vögeln, die im Wald flattern, diese Krümel schon lange gefressen hatten. Die Kinder gingen also sehr lange, aber sie konnten den Wald nicht verlassen. Plötzlich führte die Straße sie zur Hütte. Als sie näher kamen, sahen die Kinder, dass das Haus nur aus Brot und Keksen bestand und die Fenster aus reinem Zucker. Hänsel streckte die Hand aus und brach ein Stück Dach ab, während Gretel zum Fenster ging und an den Fenstern nagte. Und dann öffnete sich die Tür in der Hütte weit, und die alte Frau kam heraus und stützte sich auf eine Krücke. Hänsel und Gretel hatten solche Angst, dass sie sogar ihre Leckerbissen aus den Händen ließen. Und die alte Frau war nett und lud sie in ihre Hütte ein. Es gab bereits reichlich Essen auf dem Tisch, Milch, Kekse, Äpfel und Nüsse. Nach dem Abendessen machte die alte Frau zwei saubere Betten für die Kinder und Hänsel und ihre Schwester dachten, sie wären im Himmel. Aber die alte Frau gab nur vor, liebevoll zu sein. Aber tatsächlich war sie eine böse Hexe, die zu diesem Zweck ihre Brothütte baute, um Kinder anzulocken. Früh am Morgen, während die Kinder schliefen, nahm sie Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Käfig. Und sie befahl ihrer Schwester, alles zu tun,
was die böse Hexe von ihr verlangte. Die alte Frau beschloss, den Jungen zu mästen, um ihn später zu essen. Also fing Gretel an, das leckerste Essen für Hänsel zu kochen, und sie selbst bekam nur Reste. Einige Zeit verging und der Junge wurde nicht fett. Dann wollte die alte Frau nicht länger warten und beschloss, Hänsel zu kochen und zu essen. Sie befahl Gretel, den Herd anzuzünden und Wasser aufzutragen. Als sich der Ofen erwärmt hatte, befahl die alte Frau ihr, in den Ofen zu klettern und zu sehen, ob es heiß genug war. Also wollte sie das Mädchen ins Feuer schieben und sie backen. Aber Gretel wusste, was sie dachte. Sie sagte, dass sie nicht wisse, wie sie dort hineinkommen könne, und bat die Hexe, sich zu zeigen. Die alte Frau wurde wütend und stieg in den Ofen. Dann schob Gretel sie und knallte den Verschluss hinter die Hexe. Wow, wie schrecklich heulte die alte Frau dann. Währenddessen eilte Gretel zu Hänsel und öffnete den Käfig. Nachdem sie ihren Bruder befreit hatten, gingen sie in das Hexenzimmer, in dem sich in allen Ecken Schachteln mit Perlen und Edelsteinen befanden, füllten ihre Taschen mit ihnen und gingen nach Hause. Mehrere Tage lang suchten die Kinder ihren Weg zurück. Der Wald kam mir immer vertrauter vor und schließlich sahen sie in der Ferne das Haus ihres Vaters. Wie froh war er, seine Kinder leben zu sehen. Hänsel und Gretel aßen alle Perlen und Edelsteine, die sie der Hexe abgenommen hatten, auf den Boden. An Essen musste man nicht denken. Und sie fingen an zu leben und sich zu freuen. Und der Vater trieb die böse Stiefmutter aus dem Haus.